Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der PES 18 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Und ja, ich bin mega, mega gut drauf. Ich will jetzt unbedingt wieder eine Folge rausböllern. Ja, ich weiß, manche wünschen sich vielleicht die FIFA 18 Trainerkarriere. Allerdings ist FIFA irgendwie so, ja, in letzter Zeit so, ja, ja, nicht so mein Spiel. Irgendwie begeistert mich PES momentan ein bisschen mehr. Und deswegen bringen wir natürlich jetzt eine Folge von der PES-Trainerkarriere. Und wie letztes Mal schon erwähnt, das hatte ich schon angesprochen, ich kenne mich noch nicht so gut aus mit PES. Tipps, Tricks, was auch immer, wie ich hier weitermachen kann, wie ich mich hier ja ein bisschen zurechtfinden kann im Trainerbüro, im Teammanagement, bla bla bla, was auch immer. Schreibt es einfach in die Kommentare. Alles, was ihr über PES wisst, was mir helfen könnte, das einfach in die Kommentare reinböllern. Dann passt die Sache. Und ja, ich würde jetzt sagen, dass wir direkt reinstarten, weil wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier so im Menü machen muss, machen kann, machen soll. Deswegen starten wir einfach rein in das nächste Spiel. Und zwar das erste Bundesligaspiel. Tatsächlich der erste Spieltag der Bundesliga gegen den ersten FC Köln. Let's go. Was ihr mir auf jeden Fall gesagt habt, ich soll mal ein paar junge Spieler spielen lassen und das mache ich doch super gerne. Das lässt sich auf jeden Fall richten. Das ist bloß so, dass ich halt in Pokalspielen, in wichtigen Spielen einfach dann doch lieber einen Ribéry spielen lasse, als hier irgendwie Coman oder was auch immer. Das ist einfach Fakt. Aber ich lasse jetzt einfach mal Coman, Tolisso. Und wen lassen wir noch spielen? Keinen. Die anderen, die bleiben jetzt erstmal draußen. Das ist ja das erste Bundesligaspiel. Da kann schon mal die Mannschaft her. Das passt schon. So, das Spiel Bayern gegen Köln. Die Kommentatoren habe ich noch an. Das habe ich vergessen auszumachen wieder mal. Aber es sieht schon ganz cool aus. Also ich mag das Spiel irgendwie. Die Kommentatoren stelle ich jetzt gleich aus. Ich habe am Wochenende mit meinem Vater gespielt ein bisschen und da habe ich die mal an und das habe ich jetzt vergessen auszustellen. So, Kommentatoren ausgestellt. Und nach diesem, ja, Erfolg gegen Dortmund im Pokal, wer die Folge noch nicht gesehen hat, soll sich mal bitte schön in die Infokarte klicken. Da ist das Ganze nochmal verlinkt. Die letzte Folge, wo wir gegen Dortmund gespielt haben. Nach dem Erfolg gegen Dortmund möchte ich jetzt den ersten Bundesligasieg einfahren. Ich hoffe, das wird was. Robben! Keine schlechte Chance. Jawohl! 1:0 in der 12. Minute, James Rodriguez. Ja, war jetzt nicht perfekt gespielt. Ganz so geplant war das alles nicht. Hier erobert sich der James Rodriguez den Ball. Dieser Pass hier war jetzt nicht ganz so geplant, aber es hat gut funktioniert. Und Rodriguez macht das 1:0 für die Bayern. In echt läuft es ja für Köln gar nicht mal so schlecht. Langsam mausern sie sich. Allerdings wird das im Spiel nicht der Fall sein. Jawohl! Wieder James Rodriguez. 37. Spielminute. 2:0. Man darf Köln auf keinen Fall abschreiben. Bisher halten sie sich ganz gut. Wieder Rodriguez, der hier den Ball erobert. Auf Robben spielt, der zurück auf Rodriguez. Und drin ist das Ding. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten habe oder nicht, hatten wir davor eine ganz, ganz gute Chance. Also war es wirklich verdient, dass sich hier Rodriguez wieder den Ball geholt hat und das Tor macht. Kann man nichts sagen. Sauber. Und da fällt das 2:1. Köln mit dem Anschlusstreffer. Ich sag ja, abschreiben sollte man die nicht. Und da kommen sie. 2:1. Köln macht das Tor. Das ist, ja, nicht so geil. Hier der Pass nach oben und er rennt unten weiter. Ich habe das zwar gesehen, aber Boateng kam da nicht mehr hinterher. Und er macht ihn. 2:1 vor der Pause.
Und da gibt's noch das 3:1. 45 plus 1. Noch in der ersten Halbzeit. Kingsley Coman, der gar nicht so aussieht wie Kingsley Coman, macht hier das Tor. Schöner Pass von Vidal auf Robben. Und Robben spielt ihn in die Mitte. Coman ein Tick schneller als der Verteidiger. Und dann gibt's hier noch das 3:1 vor der Halbzeit. Der direkte Gegenschlag von uns. Von Kingsley Coman. Halbzeit. Das war jetzt nochmal gut, dass wir hier nochmal nachgelegt haben. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass das noch möglich ist. Aber es war noch möglich. Wir müssen auch gucken, ich weiß nicht. In der heutigen Folge mache ich jetzt mal 2 Spiele. Aber ich bin mir gar nicht sicher, weil die Spiele dauern hier, glaube ich, länger. Ob die Folgen dann nicht immer zu lang werden. Also da müssen wir mal gucken. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder ich mache eine Abstimmung, weiß nicht, ob ich dann denke, ob wir immer 2 Spiele machen sollen oder hier in PES eben nur 1 pro Folge. Wobei 1 pro Folge auch ein bisschen wenig ist, weil wir ja jetzt keinen Uploadplan mehr haben. Da ist das dann ein bisschen, ja, wenig, da kommen wir ja gar nicht voran. Muss ich mal gucken, keine Ahnung. Aber hier muss man auch ein bisschen mehr reinschneiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, jetzt laber ich auch wieder. Aber man hat hier einfach mehr Szenen, auch vom Gegner, auch von guten, sehr guten Chancen. In FIFA ist es halt wirklich so, oftmals hat da wirklich nur eine Mannschaft die Szenen. Und ja, also das ist hier in PES ein bisschen anders. Naja, egal, wie gesagt, ich guck mal, was ich da mache. Jawohl, 4:1, Robert Lewandowski. Eins nach dem anderen. Sauber. Es war wieder ein bisschen Chaos hier. Allerdings hatten wir den Ball noch. Alaba mit der schönen Flanke. Lewandowski nimmt ihn an. Und rein ins Glück. 4:1. Für uns. Super Flanke. Die sind ja in PES eh saugeil. Und Lewandowski kann verwandeln. Und der nächste. Jetzt werfen wir wahrscheinlich wieder einige vor, der Schwierigkeitsgrad ist so niedrig. Weiß es nicht. Ich spiele zu wenig PES, um das beurteilen zu können. Allerdings würde ich es nicht behaupten, denn ich habe immer das Problem, wenn ich einen Schwierigkeitsgrad höher stelle, dass dann die gegnerische Mannschaft, wenn sie aufwacht, mir dann irgendwie so nach 3 Schüssen auf mein Tor 3 Tore reinböllert. Und das ist ein bisschen heftig. Also ich kann das gerne nach dieser Folge mal ausprobieren, wie das wäre, wenn ich eine Schwierigkeit höher gehe. Dass ich da 1-2 Spiele noch privat mache und eben guck, ob das okay wäre oder ob das dann unrealistisch in die andere Richtung geht, sodass Bayern irgendwie dauernd verliert. Das gucke ich dann mal. Keine Ahnung. Mit PES, wie gesagt, kenne ich mich noch nicht so richtig aus. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfinden. Hab das Spiel ja erst seit diesem Jahr. Also ich hatte noch keinen vorherigen PES-Teil. Aber ich finde es mega, mega nice. Und es hat mich überzeugt. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich überzeugt. Es gibt den Wechsel. Einfach mal so. Keine Ahnung warum. Lewandowski raus. Müller rein. Einfach mal für die Fitness. Keine Ahnung. Und damit wir eine schöne Sequenz haben. Da ich mir das mal angucke, wie das hier so aussieht. Bla bla bla. Ich laber heute irgendwie voll viel. Keine Ahnung. Komm, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Müller stand schon unten parat. Das wäre es gewesen. Aus ist es. Erstes Bundesligaspiel. Bayern gegen Köln. 5:1. 3 Punkte sind das auf jeden Fall. Mal gucken, wie wir uns jetzt gegen Dortmund schlagen. Je nachdem, wie gesagt, gucke ich dann mal, was ich mit der Schwierigkeit mache. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt einfach noch ein Spiel, auch wenn die heutige Folge dann wieder lang ist, weil ich so viel gelabert habe.
mitten im Spiel und dann muss ich das alles reinschneiden und dann wird's halt lange. Aber egal, das macht jetzt mal nichts. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt das mal an, wie das gegen Dortmund aussieht. Wie wir, in welche Höhe wir da gewinnen. Ja, bla bla bla, das ist jetzt egal, das brauche ich jetzt nicht alles vorlesen. Verhandlungstag, wir haben Verhandlungstag, warum das denn? Was ist das? Sie wurden auf einen neuen Spieler aufmerksam gemacht. Wählen Sie Teammanagement, Verhandlungen, Scouting, um nachzuschauen. Wir haben einen großartigen Start in der aufreibenden Saison erwischt. Weiter so. Okay. Das probiere ich. Ich probiere das weiter so zu machen. Das freut ihn. Kaderzufriedenheit. Vertrauen des Besitzers. Ja, mach mal einfach. Das machen wir schon, dass es passt. Tipptopp Sache. Ja, und das stimmt auf jeden Fall, dass James Rodriguez dazu beigetragen hat, dass wir hier gewonnen haben. Eine wichtige Partie gegen Dortmund steht an, gegen unseren Rivalen. Das, ja, weiß ich. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir die jetzt besiegen. So, let's go. Signal Iduna Park. Wir spielen in Dortmund. Dortmund gegen Bayern. Das Spiel des deutschen Fußballs. Bin mal gespannt, wie gesagt, wie das jetzt ausgehen wird. Wie das Spiel sich entwickelt. Und natürlich wäre es wichtig für uns hier, das ist das zweite Bundesligaspiel, die nächsten 3 Punkte einzufahren. Das wäre wirklich geil. Jetzt kommt hier noch die BVB-Hymne. Auch cool. Also PES ist echt geil. Da kann man nicht sagen, echt. Klar, müssten die auch noch verbessern, bla bla bla. Aber zu PES 19 bekommt ja PES eine neue Spielengine. Und da wird das eine oder andere ein bisschen besser aussehen. Von daher wird PES 19 wahrscheinlich ein Megaspiel. Übrigens habe ich Ribéry drin gelassen anstatt Coman. Das ist jetzt so wirklich die Aufstellung, mit der würde ich auch Champions League spielen. Vielleicht noch Müller anstatt Rodriguez, aber der hat ja jetzt gegen Köln sehr gut gespielt. Deswegen wollte ich ihn mal drin lassen. Mal gucken, wie es losgeht. Jawohl! Robert Lewandowski, 17 Minuten gespielt. 1:0. Nice one. War hier ein bisschen auf mich alleine gestellt. Nach der Ecke von Dortmund. Ribéry ist zum Glück mitgelaufen. Pass kommt nach außen. Und Ribéry flankt zurück in die Mitte. Lewandowski mit einem schönen, kann man Flugkopfball sagen? Kopfball, Flugkopfball, ich weiß es nicht. Zum 1:0. Oh, Robert Lewandowski, nächste Doppelchance für die Bayern. Schade. Eine Stimmung ist hier auch drin. Die BVB-Fans gehen ja richtig ab. Das ist echt der Wahnsinn. Ein Gebrüll hier im Stadion. Mega, mega geil. Ich glaube, das sind die BVB-Fans. Das gehe ich jetzt mal von aus. Jawohl. Arjen Robben, 2:0. Für die Bayern. Arjen Robben mit dem Kopf. Das ist ja ein Phänomen fast schon. Alaba bekommt hier den Ball. Robben in der Mitte. Der kommt zum Kopfball. Und er macht den Kopfball. Sehr schön. 2:0, das sagt schon mal, wer hier den Takt angibt. Hoffe ich zumindest. Halbzeit. Halbzeit 0:2 ist schon mal nicht schlecht. Das kann man auf keinen Fall sagen. 2:0 gegen Dortmund zu führen ist super. Allerdings, wie gesagt, im PES kann es oft mal so gehen. 3 Schüsse vom Gegner, 3 Tore. Dann wird's gefährlich. Oh, was für eine Chance. Und 3:0.
James Rodriguez, 58. Spielminute. Der nächste Kopfball. Machen hier nur Kopfballtore. Alaba auf Ribéry, der mit der Flanke, und Rodriguez kommt aus dem Rückraum für den Kopfball. 0:3 Bayern. Schöne Parade von Neuer. Starker Schuss von Reus. Neuer. Jawohl. Super ausgespielt. Wieder James Rodriguez. Ungefähr 10 Minuten später mit dem 0:4. Das war gut ausgespielt. Robben hat hier den Pass da in den Gegner eingespielt, aber dann ging es zack, zack, zack. Und James Rodriguez trifft zum zweiten Mal und zum 4:0 der Bayern. Oh! Aubameyang haut da einen raus. Der BVB kommt nochmal. Hier hätte ich auf ihn drauf gehen sollen. Hummels hat das nicht gut gemacht. Aber ich dachte nicht, dass der von da abzieht. Und dass Neuer, wenn der von dort abzieht, nichts mehr machen kann. Ja, das mit Hummels habe ich schlecht gemacht. Verteidigen kann ich bei PES noch wenig. Also das ist, finde ich, für mich schwierig. 4:1. Oh, James Rodriguez und Arjen Robben. Wieder eine Doppelchance für uns, für die Bayern. Aber wieder hält zweimal Birki. Oh, Mats Hummels wollte da seinen Fehler von vorhin gut machen. Wieder Birki dazwischen. Jawohl, jetzt 5:1. Da ist es. Franck Ribéry macht den fünften Treffer. Wieder geht's 5:1 aus. Wenn das jetzt wieder so ausgeht, dann muss ich echt den Schwierigkeitsgrad irgendwie abändern. Weil wir haben... Ich will ja nicht spoilern, aber wir haben ja schon mal gegen Dortmund gespielt. Da ging es so aus. Wir haben gegen Köln gespielt. Da ging es 5:1 aus. Wenn es jetzt wieder 5:1 ausgeht, dann ist das irgendwie ein Zeichen. Das war schlecht von Neuer. Aus, tatsächlich. 1:5 zum dritten Mal hintereinander. Egal, wir haben 3 Punkte. Wir haben den Sieg gegen unseren Erzrivalen, gegen Dortmund. Und ich habe euch ja versprochen, ich werde es jetzt auch machen. Nach der Abmoderation werde ich mich hinsetzen, die Schwierigkeit verändern und mal gucken, wie es, also halt dann Offline-Spiel oder so, wie es dann aussieht, ob das immer noch möglich ist zu gewinnen oder ob das dann, ob ich dann immer verliere, das wäre natürlich auch kacke. Ansonsten würde ich sagen, war's das von dieser heutigen Folge. In der nächsten Folge haben wir dann die Champions League. Und wenn ich jetzt wirklich sag, okay, ach, das ist nur Auslosung der Champions League, deswegen, das ist nur Auslosung. Wir sind in der Gruppe A. Bayern München in der Gruppe A mit Tottenham Hotspurs, AC Milan und Basel. Das ist unsere Gruppe, Gruppe A. Perfekt, okay. Okay, dann, oh. UEFAs bester Spieler in Europa gewinnt Messi. Schick. Von Palmeiras ein Angebot für Rudi. Den wollen wir aber nicht verkaufen. Das sehe ich nicht ein. Das will ich nicht. Gut, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz. Datenbank. Was steht jetzt hier? Individuelle Titel. Ach, das ist nur das jetzt nochmal. Das wird hier nochmal angezeigt. Interessant.
Okay, wir haben auf jeden Fall nächste Folge das Spiel gegen Freiburg und dann werden wir sehen. Also keine Ahnung, wie es weitergeht, wie ich die Schwierigkeit einstelle. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn die heutige Folge ein bisschen lang war, ich weiß, ich habe heute viel, viel gelabert. Ich gucke einfach, wie ich das schneide und wenn ich merke, es dauert echt lang, das Video, dann muss ich beim nächsten Mal halt einfach gucken, dass ich weniger laber. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes, feel like a title.